So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Rise of Industry. Hier, letzte Folge haben wir ein bisschen optimiert, da ein bisschen gemacht, hier ein bisschen gemacht. Nach dem Update ein bisschen das Chaos beseitigt. Und gerade eben habe ich hier einen möglichen Vertrag gekriegt. Ja, wir sollen Sommerkleidung verkaufen. Hier 16 Stück, haben ein Jahr dafür Zeit. Wir produzieren hier Sommerkleidung. Und da brauchen, habe ich schon mal geguckt, 2 Stück 45 Tage. Das heißt, wir haben aber 2 Fabriken, die laufen fast immer und dann würden wir das zeitlich schaffen. Ich habe schon mal gerechnet, also selbst wenn eine Fabrik nur durchgehend läuft, bräuchten wir halt 8 Zyklen. Dann hätten wir 16 Sommerkleidung und das würde dann 8 mal 45 ergibt 360 Tage. Das heißt, wir hätten noch genug Zeit dafür. Das heißt, ich werde darauf bieten. So, müssen wir gleich auch hingehen und hier das Ziel dann für die Sommerkleidung ändern, sollten wir den Zuschlag kriegen. Wovon ich allerdings ausgehe, weil ich glaube nicht, dass wir da einen großen Konkurrenten haben. So. Wir haben den Vertrag. Das heißt, wir machen das hier weg, wählen als Ziel Stufe 2 ist es, oder ist es sogar Stufe 3? Das ist Stufe 3, die Sommerkleidung. Und als Ziel wählen wir die Verträge. So. Zack. Bitteschön. Go. Und jetzt heißt es produzieren, produzieren. Was gut ist, es ist auch in dieser Stadt hier. Das heißt, wir können die damit sowieso ein bisschen pushen. Das wollten wir sowieso, dass die Stadt sich da weiterentwickelt. So. Jetzt wird hier gut auch produziert. So, und ich denke, das sollte, wie gesagt, zeitlich passen. Zumindest habe ich das mal so durchkalkuliert. Hier läuft es auch wieder alles mit unserem Holz. Das war halt wirklich das Problem, dass wir einfach hier unten Holz angefragt haben. Das hat das alles ein bisschen zerstört. So, 2 wurden geliefert. Bam, bam. Streiktextilfabrik. Das ist genau das können wir jetzt. Ja, cool. Wahrscheinlich schaffen wir jetzt deswegen den Vertrag nicht, ne? Ist ja durchaus möglich. Weil das minus 50% ist. Alter, welche Stadt steigt denn hier gerade so krass auf? Ne, da habe ich jetzt kein Interesse dran. Hier müssen wir einfach mal ein bisschen die Effizienz hochschrauben. Das ist halt schlimm. Wir müssen das hochschrauben, sonst werden wir den Vertrag auf keinen Fall schaffen. Wir müssen die Effizienz hier hochschrauben, weil ihr seht ja, jetzt auch selbst dann hat es nur 75% Effizienz wegen dem Streik. Aber wenn wir den Vertrag nicht packen, ist das unglaublich teuer. Das könnte jetzt, der Streik könnte uns jetzt echt gewesen sein, der uns da jetzt gerade richtig viel Geld kostet. So. Versuchen wir so ein bisschen den Streik abzufedern. Es ist gleich die Hälfte rum, wir haben nicht 8 Stück verkauft. Das ist richtig bitter. Für wie lang dauert, wie lang ist der Streik denn? Achso, steht da gar nicht. Okay. Ja, das werden wir wohl nicht schaffen. Das werden wir wohl nicht schaffen. Ach, Mann, ist es ärgerlich. Ja, Freunde, jetzt kommt ihr alle mit eurer Sommermode an. Ich krieg noch nicht mehr gerade 16 Stück geliefert wegen dem Drecksstreit. Da kann ich ja nicht schon den nächsten Vertrag annehmen. 6 geliefert, das wird glaube ich nichts. Das wird glaube ich nichts. Also minus 50% Produktion ist halt wirklich heftig, ne? Ich denke, da werden wir nicht hinterherkommen. Da werden wir nicht hinterherkommen.
denke mal, wir werden so bei 12 oder 14 landen. Auf jeden Fall, wenn wir die 16 nicht voll kriegen. Ah, oh, das ist bitter. Das ist außerordentlich bitter. Wie lange hält der Streik denn auch an? Wie lange streiken die Leute denn? Der Streik ist weg. Ich lasse es trotzdem auf 150%. In der Hoffnung, dass wir jetzt es noch aufholen können. Wäre ja möglich zumindest. Aber ich glaube es ja aktuell nicht. Oh, müssen wir dann viel Strafe zahlen. Oh Mann, oh Mann. Ach. 12. Komm schon, noch ist es möglich. Da werden gerade 2 produziert. Wir können es noch schaffen. Ich bin gerade richtig gespannt, ob wir das, weil das dauert natürlich auch ein bisschen. Die LKWs müssen ja von hier da runterfahren. Das dauert natürlich auch ein bisschen. Okay, der ist fertig und der arbeitet jetzt. Aber was ich gerade nochmal machen wollte, war für die, die direkt hier rausfahren, mal so eine kurze Abkürzung hier zu schaffen. Oh, komm schon. Komm schon. Noch 2. Aber wir kriegen das doch noch hin. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich wirklich nicht gedacht, weil der Streik kam halt wirklich zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Aber ich glaube, wir kriegen es noch hin. Ich stelle schon mal die... Haben wir es geschafft? Oder mussten wir Geld bezahlen? Nein! Wir haben es abgeschlossen. Nice. 2,9 Millionen nochmal extra. Das ist stark. Da können wir es wieder auf 100% runterstellen, weil das natürlich auch unglaublich teuer ist. Wenn wir das hier mal auf 150% laufen haben. Ich glaube, da ist es... ich sag mal, haben wir ein besseres Preis-Leistungs... Preis-Leistungs-Verhältnis ist es ja gar nicht. Also... Kosten-Nutzen ist es ja eher. Ein besserer Kosten-Nutzen-Faktor ist es da, wenn wir mit 100% arbeiten, als mit 150. Gerade hier vielleicht, weil die sowieso weniger zu tun haben, können wir immer auf 75% gehen. So, müssen wir hier nur ein neues Ziel auswählen. Das ist dann... Genau hier ist dann das Ziel, das Bekleidungsgeschäft. So. Wir könnten ja auch einfach mal eine neue Produktion jetzt so langsam einsteigen, ne? Wir könnten ja mal überlegen, ins Wandplatten-Business einzusteigen, ja? Was würde ich denn dafür brauchen? Für eine Wandplatte. Mal schauen, wie kompliziert das ist. Wandplatten. Kupferrohr können wir nicht produzieren. Schade. Da ist nicht möglich. Weil wir kein Kupfer haben. Ja, Auktion wurde ohne Bieter beendet. So, womit bist du voll? Du bist voll mit Fleisch und Milch. Milch kann ich aber doch verkaufen, oder nicht? Milch kann ich hier verkaufen und ich würde fast meinen, dass ich das Fleisch auch hier verkaufen kann. Genau. Dann kriegen wir da nochmal ein bisschen mehr Money. Das schadet doch nicht, würde ich meinen. So, auch hier baue ich gerade nochmal eine Art Shortcut, dass die LKWs direkt hier raus können, wenn sie das wollen. Und nicht immer den langen Weg fahren müssen. Aber ich glaube, sie fahren irgendwie trotzdem mal den langen Weg. Ah ne, jetzt kommt der erste in die Richtung. Das ist nämlich deutlich kürzer als immer. Dann blockieren sie auch den Kreisverkehr dadurch. Das wollen wir ja eigentlich nicht. So, Vertrag ist abgeschlossen. Ich hoffe ja, wie gesagt, dass bald vielleicht nochmal eine Stadt hier größer wird. Ich meine, Pickelsheim versorgen wir ja wirklich gut. Da kann man ja nichts sagen. Spielzeugladen, Puppenhaus, Teddybär, Züge,
Füllmaterial, Stühle, alles wird hierhin geliefert. Bauernmarkt haben wir die Milch, haben wir das Fleisch, sogar richtig viel. So viel kann gar nicht angefragt werden. Beeren verkaufen wir auch ein bisschen. Ja gut, im Baumarkt verkaufen wir nicht wirklich was, muss man ehrlicherweise sagen. Ich glaube nur ein bisschen Baumwolle. Ja, im Bekleidungsgeschäft hier halt die Arbeitskleidung und die Sommerkleidung, die hier verkauft wird. Ja, also ich glaube, Pekelsheim wird wirklich gut von uns hier bedient, kann man sagen. So. Unbedingt hast du für. Nee, du hast alles genug. Das ist, glaube ich, ein Problem mit den Beeren. Schrauben wir das mal deutlich runter. Ich habe das Gefühl, dass das halt wieder unseren Fabriken die Ressourcen zieht. Das sieht irgendwas voll. Gut, hier haben wir gar nichts, glaube ich, an Ressourcen. Ist hier nur Holz. Das ist schon echt traurig. So ein Riesending und das sind keine Ressourcen. Hier haben wir Kohle, ne? Eine Kohle. Ah, nee, da ist noch mehr. Gut. So. Ich könnte natürlich überlegen, vielleicht hier wirklich nach Pekelsheim einfach richtig viel Kohle ranzuschaffen. Was wäre denn hier so. Das Bedürfnis 12 pro 15 Tage ist auch schon einiges. Wird sich vielleicht sogar wirklich lohnen. Wir haben ja genug Geld. Ich würde sagen, wir klicken jetzt mal auf Erforschen und werden es dann mit den Zügen machen, weil das ja schon eine recht lange Distanz ist. Ist ja dann der fortgeschrittene Vertrieb. Werden wir Zugterminal erforschen. Und dann werden wir bald ins Kohlegeschäft einsteigen und dann hoffe ich mal, dass vielleicht auch die Städte noch weiter aufsteigen und wir neue Produktionszweige erschließen können. Das wäre jetzt von dieser Folge Rise of Industry gewesen. Wie gesagt, nächstes Mal machen wir dann im Kohlebusiness weiter. Heute haben wir wieder noch ein bisschen weiter optimiert. Und alles so in Verträge erfüllt, was ja doch recht knapp war, aber noch funktioniert hat. Genau. Nächste Folge machen wir weiter mit Kohle, dann mit den Zügen, die wir noch nicht gesehen haben bis jetzt. Es ist halt auch eine neue Form der logistischen, wie nennt sich das? Der logistischen Routen, genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann am Montag wieder. Über einen Daumen nach oben, nicht voll, über einen Kommentar, über ein Abo auch. Haut da rein, macht's gut. Tschüss.